Ja, ich sage guten Morgen, Julia F. Christensen. Sie haben Psychologie, Neurowissenschaften studiert. Sie sind selber begeisterte Tänzerin und Sie haben den Bestseller Tanzen ist die beste Medizin geschrieben. Heute Morgen schon getanzt unter der Dusche zum Karnevalslied. Wie beginnt Ihr Tag? Ich tanze ja immer, hast du schon recht. Also ja. Was macht denn Tanzen mit uns? Warum macht uns das so glücklich oder sogar gesund? Was passiert da bei uns? Da passieren wunderbare Dinge in unserem Körper. Und wir haben dieses Buch geschrieben mit Dongson Chang, der eben auch ein Neurowissenschaftler und leidenschaftlicher Tänzer ist wie ich, um so viele wie möglich Leute zum Tanzen zu bringen. Tanzen ist gut für unsere Gesundheit, vor allem aus drei Gründen. Beim Tanzen kommen drei Aspekte zusammen, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Und zwar Bewegung, Berührung und Musik. Bewegung, das wissen wir schon lange, das ist gut für uns, wir werden fitter, schlanker, wie auch immer. Aber Berührung ist genauso wichtig für unsere Gesundheit. Unser Immunsystem braucht die Berührung anderer Menschen. Und beim Tanzen, gerade Paartanzen, Gruppentanzen jetzt beim Fasching, da kommt das richtig stimmig. Und die Musik, die stabilisiert unsere Hormonhaushalte, das ist unglaublich. Wenn ich jetzt aber alleine zu Hause bin und man geht ja heute nicht mehr so viel tanzen, ab einem gewissen Alter in Diskotheken oder so, was mache ich denn, wenn ich alleine bin und tanze ohne Berührung? Bringt das dann nichts? Doch, natürlich bringt das etwas. Vor allen Dingen ja eben die Bewegung und die Musik, die hat einen ganz besonderen auch schon, ne? Effekt auf unser, ja, auf unser Immunsystem. Tanzt du? Jetzt wird gelacht. Ich bin kein begnadeter Tänzer. Ich habe mal Tanzkurs gemacht, ja. Aber du kannst nur Klammer ich kann, nee, ich kann das eher so technisch. Ich kann dir die Schrittabfolge erklären. Fühlst du dabei was? Nee, wenig. Schade. Wenig. Deswegen für mich auch immer die Frage, es ist ja so, beim Tanzen ist ja das eine ist die Bewegung. Ich meine, da kann ich aber auch jeden anderen Sport machen. Da kann ich Fußball spielen gehen, da kann ich Tennis spielen. Was macht denn speziell die Musik noch aus? Also noch einmal zu dem Thema, wir könnten auch einfach was anderes tun. Langzeitstudien haben tatsächlich gezeigt, dass Tanzen besser als die meisten anderen Hobbys vor Demenz und Herzkrankheiten schützt. Und außerdem ist Tanz eine super Medizin gegen Stress. Nicht nur, weil wir danach irgendwie uns so glücklich fühlen, sondern auch in unserem Körper passiert was Wunderbares. Cortisol, das Stresshormon, wird abgebaut. Sollte vielleicht doch eher. Also ich finde, man merkt Ihnen das auch an, Julia. Sie sind so haben so eine fröhliche Ausstrahlung. Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema nicht nur schriftlich in Ihrem Buch, sondern Sie tanzen wahrscheinlich auch ganz viel. Ja. Ich glaube, dass da wirklich was dran ist. Auch der Stoffwechsel, der ganze Körper ist in Bewegung. Ja, also bei Musik, das ist wirklich ein ganz besonderer Reiz für unser Ohr und damit für unser Gehirn. Und wenn hier jetzt zum Beispiel ein Beat ertönen würde, was würde dann passieren? Oh, toll. Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen, dass wir weniger tanzen? Ich war doch auf der italienischen Hochzeit. Die tanzen nach der Suppe schon auf dem Tisch. Ja, ich bin das deutsche genau. Phänomen. Ist das ein deutsches Phänomen, dieses Tanzmuffel zu sein? Tatsächlich ein Problem. Wenn wir aufwachsen, kommt die kulturelle Prägung. Sie kann gar nicht mehr aufhören. Richtig, so ist das schön. Unser Gehirn will tanzen. Das sieht man hier an der Frau Isabel wunderbar. Ja, dass die Mädchen erfunden, wenn man Kinder sieht. Tanzen die Mädchen, du brauchst nur wir so sind zu das, machen, wir sind ja wieder das dann Paradebeispiel. Drehen die sich. Und die, die Jungs, ist das in den Genen? Nein, also in den Genen ist, man kann tanzen, unser Gehirn will tanzen. Es wird uns in die Wiege gelegt, kleine Babys, die stimmen gleich ein, wenn man anfängt, den Rhythmus zu hören. Aber dann kommt eben, wie gesagt, die kulturelle Prägung. Wenn man in Kolumbien aufwächst, dann ist das extrem uncool, wenn man nicht tanzen kann. man wird auf keine Party eingeladen, das ist mir gesagt worden. Hier ist das eher peinlich, wenn man tanzen kann. Und so lernt das Gehirn eben, ja, es ist peinlich, ich mache das lieber nicht und ich stehe lieber wohltemperiert an der Disco-Bar. Ich glaube wirklich auch in meiner Kindheit war auch, glaube ich, immer noch, und ich glaube, das ist schon viel moderner als früher natürlich, aber trotzdem auch in meiner Kindheit noch so als Junge, tanzen war nicht das, was man gesellschaftlich prägend als erstes können muss in Deutschland. Ja, so, ich wollte halt andere Dinge außer tanzen. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach dann die Prägung. Und wenn man sich da nicht früh dran gewöhnt, dann ist es einem vielleicht ein bisschen unangenehm. Was ist denn, wenn man jetzt selber nicht das Tanzen in seinem Leben hat? Was würden Sie für Tipps geben? Wie kann man am besten mit dem Tanzen anfangen? Einfach zu Hause, mache ich einen Kurs? Mhm. Was würden Sie empfehlen? Wie legt man los? Erst einmal, es ist nie zu spät, um es wieder zu erlernen. Denn wie gesagt, es ist uns in die Wiege gelegt. Die Möglichkeit, uns zu bewegen, haben wir alle. Es gibt eine ganze Reihe von Tipps. Also einmal gesagt, niemand muss tanzen. Aber man darf. Und man könnte sich ja zum Beispiel erst einmal einfach mit in eine Tanzbar setzen und zugucken. Dann erinnert sich das Hirn vielleicht langsam daran, dass es ja eigentlich auch tanzen wollte. Dann ganz wichtig, unser Gehirn macht
das, was es was schöne Gefühle gibt, sehr gerne und das macht es auch gerne wieder. Das heißt, wenn unser Umfeld freundlich ist, nicht über uns lacht, dann ist uns auch schon mal wieder geholfen. Also das kommt auch viel darauf an, mit wem man dort in den Tanzkurs gehen würde, zum Beispiel. Ja? Sie haben jetzt so Methoden oder Anwendungen, die man mit Menschen machen kann. Wollen wir mal was probieren? Ja, wir wollen gerne. Also ich glaube, die Frau Isabel würde gerne tanzen und das würde absolut. Ich bin ja auch Forscherin und ich forsche den ganzen Tag in einem Labor. Allerdings tanzen ist es da ein bisschen schwierig. Das würde dann ein bisschen zu Ausufern führen. Aber zum Beispiel für die besonderen Gruppeneffekte, die das Tanzen hat. Das Tanzen ist ja wie ein Gruppenkit. Ja? Hey, schweißt uns zusammen, gibt uns das Gefühl, eine Gruppe zu sein. Und da hat man eben eine kleine, so einen kleinen Test gemacht oder so einen kleinen Tanz aus choreografiert, den man auch im Labor und im Studio machen kann. Und da zeigt sich eben, wie das Gehirn simuliert. Das menschliche Gehirn ist ein Meister im Simulieren. Wir simulieren ständig andere Leute. Komm mal mit. Okay. Also, was man da macht, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammen uns bewegen, Sie folgen jetzt mir kurz und jetzt folge ich Ihnen. Das ist jetzt eine Meisterleistung der Evolution. Ja, hier, wunderbar, Frau Isabel tanzt. Dankeschön. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben uns ja nicht unterhalten. Unser Gehirn hat simuliert und das schweißt uns zusammen. Da haben ganz tolle Studien gezeigt, dass wenn Menschen sich synchron bewegen, wie es zum Beispiel beim Fasching, dann mögen sich die Leute hinterher viel mehr. Sie sind empathischer miteinander. Und wenn wir gemeinsam jetzt versuchen würden, ein Problem zu lösen, dann würden Sie und ich dieses Problem viel kreativer lösen, als jetzt zum Beispiel Tim und der nette Herr aus der Richtung. Ich würde also sagen, beim nächsten G20-Gipfel wird dann auch einfach bei den Politikerinnen und Politikern mehr getanzt, weniger geredet. Unbedingt. Frau Christensen, Julia, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Sie waren uns wirklich eine große Freude.